Auf seinen Reisen sucht Helmut Dannbauer nach außergewöhnlichen Mineralien und Fossilien. In Island, Sardinien, aber auch in Österreich findet der Steirer Neues für seine Sammlung. Mittlerweile sind es über 1000 Steine, die er besitzt. Ich sammle prinzipiell Fossilien, aber vor allem Mineralien. Und ein Teil kann man halt in der Umgebung finden. Ich kombiniere das aber mit Urlauben. Diese Fundstücke hat Helmut Dannbauer im Hausruckviertel entdeckt. Und zwar sind das Haifischzähne aus der Sandgrube in Brambachkirchen. Sehr bekannt für die Sande, die es dort gibt, fürs Bauen. Und in gewissen Schichten dort sind eben diese Haifischzähne abgelagert. Die sind entstanden oder sind halt, die Haie haben gelebt im Urmeer, in der Tethys. Und sind dann dort eingeschwemmt worden und sind heute noch zum Finden. Das Interessante ist, diese Länge von den Zähnen sagt was über die Größe der Tiere ungefähr. Das heißt, ein Zentimeter Zahn ist ungefähr ein Hai mit einem halben Meter. Nicht nur Mineralien und Kristalle sammelt Helmut Dannbauer, der Steirer sucht auch nach Gold. Er kennt Plätze, wo noch Gold gefunden wird. Das stammt im Prinzip aus der Obersteiermark. In die eiszeitlichen Schotter ist das abgelagert worden und wird dann runtertransportiert. Man muss schon wissen, wo man da hingeht. Diese hier sind für ihre Leuchtkraft bekannt, wenn sie mit UV-Licht bestrahlt werden. Bisher gibt es etwa 200 Mineralien dieser Art. Bei diesem Mineral Fluorit ist das etwas nicht so Häufiges. Das sind Fluorite aus England, Weardale heißt dort. Und die sind eben außergewöhnlich, weil sie besonders stark fluoreszieren. Und man kann das jetzt, ohne dass man mit so einer Schwarzlichtlampe drauf scheint, kann man nicht sagen, ob die fluoreszieren oder nicht. Die spezielle Taschenlampe, die kommt also mit auf die nächste Reise. Die könnte vielleicht nach Marokko gehen, auf der Suche nach besonderen Mineralien.